Buongiorno. È mio piacere oggi parlarvi di questo argomento durante. Schönen guten Tag. Ich freue mich über diese Frage zu reden. Während der Abschlussphase CH 2018. Zunächst einmal möchte ich eine Frage stellen. Ich werde über Millimeter Wasser sprechen. Wie viel ist das an Menge ein Millimeter Wasser, wenn man das verteilt auf die politische Fläche der Schweiz, nämlich 42.000 Quadratkilometer? Wie viel könnte man mit einem Millimeter Wasser über diese Fläche bezogen könnte man befüllen? Welchen See könnte man befüllen? Den Öschinensee, den Lago di Poschiavo oder den Lac du Joux? Die Flächen sind angegeben. Sie haben einige Minuten Zeit, um diese Frage zu beantworten. Viel Glück dabei. Vi parlerò del ciclo idrologico della Svizzera. Ich werde über den Wasserkreislauf in der Schweiz sprechen. Wie sieht es zurzeit aus und was ist die Zukunft voraussichtlich ohne Klimaschutz oder mit Klimaschutz? Der Wasserkreislauf besteht aus den Wassermengen, die aus Regen, Schneeschmelze und Gletscherschmelze entstehen. Das ist aber auch das Wasser, das die Schneedecke darstellt im Winter. Im Frühling schmilzt diese Eis- und Schneedecke und auch die Gletscher. Zunächst einmal die Niederschläge. 440 Millimeter all'anno di precipitazione cadono. 1440 Millimeter pro Jahr an Niederschlägen in der Schweiz. In der Zukunft wird diese Menge etwas abnehmen, insbesondere im Sommer. Im Winter hingegen wird es mehr Niederschläge geben. Auf Jahresbasis dürfte es eine Abnahme von 30 Millimeter im Jahr geben. Die Verdunstung sind 460 Millimeter im Jahr zurzeit. In der Zukunft wird dieser Wert zunehmen um 10% auf Jahresbasis. Die Zunahme wird im Frühling stärker sein. Die Schneedecke wird früher schmelzen. Im Sommer wird es eine Zunahme der Temperaturen geben. Man könnte also erwarten, dass die Verdunstung höher wird, aber da es weniger Niederschläge gibt, wird es weniger Wasser im Boden geben und weniger Verdunstung und mehr Trockenheit. Die Abflüsse werden also auf Jahresbasis leiden. Statt 900 Millimeter im Jahr werden wir 10% weniger an Abflüssen haben, das heißt 990 Millimeter im Jahr. Diese Abnahme ist stärker im Sommer ausgeprägt im Vergleich zum Winter und zum Frühling. Also die Abflüsse werden spürbar abnehmen. Der Wasserkreislauf in der Schweiz verändert sich schon seit mehreren Jahrzehnten. Die Forscher haben festgestellt, dass das Volumen der Gletscher sich verändert. Es gab 150 Kubikkilometer und in den letzten Jahren haben wir eine deutliche Abnahme festgestellt. 100 Kubikkilometer Eis haben im Vergleich zu 1850 sind verschwunden. Natürlich sind das unsichere Daten, was die Messungen der Vergangenheit angeht, aber das, was wir heute wissen, aufgrund von Messkampagnen, sind sichere Daten. Es gab verschiedene Annahmen, um eine Modellierung zu machen. Die Grundlage ist der Aletsch-Gletscher im Wallis und es wird versucht zu forschen, wie sich das entwickeln wird. Sono circa 10 mm all'anno. Riducendosi le regioni con ghiacciai. Wie ist der Einfluss der Gletscherschmelze auf die Gewässer in der Schweiz? Im Sommer und im Herbst wird es an Wasser fehlen. Per tutto l'arco alpino in maniera dettagliata come si svilupperanno i ghiacciai nel prossimo futuro. Daten zeigen das eindeutig. Die Entwicklung der Eisdecke verändert sich. Es gab in rosso si vede come si svilupperà la situazione se non si prenderanno misure di protezione. In rot sehen Sie die Entwicklung, wenn wir gar keine Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Bis Ende des Jahrhunderts sind es in etwa
9 Kubikkilometer an Gletschern, die verbleiben werden auf den Alpen. Wenn wir Maßnahmen ergreifen, könnten wir diese Abnahme verlangsamen. Das wären 40 Kubikkilometer mehr Ende des Jahrhunderts. Sie sehen hier an diesen Grafiken, wie das ausschaut. Oben sehen Sie hier die Ergebnisse, die wir mit Klimaschutzmaßnahmen erzielen könnten, und unten die Gletscher der Alpen ohne Klimaschutzmaßnahmen. Die helleren Farben zeigen die Gletscher, die keine Volumenabnahme erleiden werden, und in Schwarz die Gletscher, die verschwinden werden. Man sieht sofort, dass mit Klimaschutzmaßnahmen es bessere Chancen für die Gletscher gibt in den Alpen. Unten sieht man eindeutig, dass ohne Klimaschutzmaßnahmen fast alle Gletscher verschwinden werden in den Alpen bis Ende des Jahrhunderts. Nur im Wallis und im Engadin wird es einige Gletscherreste geben, wenn wir keine Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Warum? Weil die 0-Grad-Grenze sich erhöhen wird. Die Kollegen von Meteo Schweiz haben gezeigt, dass 1880 diese 0-Grad-Grenze in den Alpen bei in etwa 420 Meter über dem Meeresspiegel lagen, das heißt die Höhe von Zürich in etwa. Heute ist die 0-Grad-Grenze höher. In den letzten 100 Jahren hat sich das weiterentwickelt. Wir sind jetzt bei in etwa 820 Meter über dem Meeresspiegel, also die Höhe von Einsiedeln im Kanton Schwyz. Für die Zukunft sind die Vorhersagen so, diese 0-Grad-Grenze würde sich weiter erhöhen und bei 1600 über dem Meeresspiegel, also die Höhe von Davos in Graubünden bis 2080 sein. Wie sieht es aus mit den Schneeressourcen in der Zukunft? Die Webcam zeigt es, dieses Jahr gab es sehr viel Schnee. Gestern und vorgestern sind wieder 30 cm Frischschnee gefallen in den Alpen. Das wird aber in der Zukunft seltener werden, denn die Schneeschmelze sind etwa 350 mm im Jahr für die Abflüsse der Gewässer in der Schweiz. Dieses wird sich verändern. Das wird in der Zukunft die Hälfte sein. Eine starke Abnahme wird insbesondere im Frühling und im Sommer zu verzeichnen sein. Das heißt, dass die Schmelze weniger Wassermengen in die Abflüsse bringen wird. Zurzeit sind wir bei in etwa kumulierte Werte von 700 mm im Jahr. Im Vergleich zu der Referenzperiode. Bis Ende des Jahrhunderts, wenn wir keine Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, werden wir 350 bis 390 mm kumuliert zwischen März und April bis Ende des Jahrhunderts. Das ist eine Abnahme, die stark wird, 250 mm bis Ende Februar und Ende März. Also die Schneeschmelze wird in Zukunft viel früher stattfinden. Im Sommer wird es überhaupt keinen Schnee mehr geben, während zurzeit wir in etwa 200 mm Schneereste haben im Sommer, und die speisen nach wie vor das Gletschervolumen im Sommer. Welcher Anteil am Abfluss kommt von der Schneeschmelze und der Gletscherschmelze? Dieses wurde berechnet von der Universität Zürich. Während stark Niederschläge gibt es natürlich einen weiteren Eintrag in die Abflüsse. Man kann das sehr schwer bemessen und berechnen. Die Kollegen aus der Universität Zürich haben Forschungsarbeiten geführt. Links sehen Sie im Kander den Anteil an Regenwasser in den Abfluss. Das sind in etwa 34%. Ende des Jahrhunderts wird es 74% des Abflusses. Die Gletscher stellen zurzeit 12% des Abflusses in Kander
da. Ende des Jahrhunderts wird es fast null sein. Die Schneeschmelze sind 34% im Abfluss der Kanda, Ende des Jahrhunderts 25%. Es wird viele Veränderungen geben im Wasserkreislauf. Es gibt auch weitere Naturgefahren, die damit zu erwarten sind, insbesondere Hochwasser. Es wird viel mehr Starkniederschläge geben in der Zukunft, denn die Lufttemperatur wird wärmer sein. Es wird also mehr Wasser in der Luft sein und es gibt also viel mehr Starkniederschläge. Sie sehen rechts ein Bild von Schaffhausen während einer extremen Hochwassersituation vor einigen Jahren. Es gab etliche Schäden, insbesondere für die Tierzucht. Und es wird auch natürlich eine Erhöhung von Überschwemmungen und lokalen Hochwassern geben. Es wird viel mehr Oberflächenabfluss geben und mehr Sedimente, die weitergetragen werden, mit natürlich Schäden an Infrastrukturen, insbesondere Straßeninfrastrukturen, Bahninfrastrukturen. Es könnte aber auch Häuser beschädigen. Es wird viel mehr Zeiten ohne Schnee geben. Das heißt, dass die Dauer der Hochwassersaison länger wird. Was die akuten Hochwasserperioden angeht, 2005, unten rechts, gab es eine solche Situation. Die Daten können aber keine sichere Antwort auf die Frage geben, werden diese Hochwassersituationen ähnlich stattfinden wie heute? Wird es weniger davon geben oder im Gegenteil wird es noch mehr davon geben? Diese Naturgefahren sind natürlich für die Praxis relevant. Wenn es mehr Hochwassersituationen gibt, hat es einen Einfluss auf die Siedlungen in der Schweiz. Wir haben eine Erhöhung der Bevölkerung in der Schweiz, also werden viel mehr Menschen betroffen werden. Wir haben eine Risikomanagementpraxis in der Schweiz, die gut funktioniert, aber wir müssen die natürlich anpassen auf die Veränderung der Gefahren, insbesondere was die Baumaßnahmen angeht, die Bevölkerungsschutzmaßnahmen und so weiter. Das alles muss verbessert werden. Hier ein Beispiel. Starke Niederschläge 2017. Es gab Schäden an Gebäuden. Die Häuser in Rosa wurden alle beschädigt. Diese Gebäude lagen fast alle außerhalb der Naturgefahrenzonen, die errechnet worden waren in der Vergangenheit. Das heißt, das zeigt, dass es dass es Schutzdefizite gibt, weil die Oberflächenabflüsse zu wenig berücksichtigt wurden. Deswegen hat das BAFU neue Schwerpunkte definiert, um Antworten auf diese Problematik zu geben. Hier ein weiteres Beispiel. Die Karte zeigt auf dem Bundesplatz in Bern, wie die Situation ausschaut. Da, wo die Politiker arbeiten gehen, gibt es lila markierte Zonen, auf denen Wassermengen entstehen könnten, also eine Art Überschwemmung. Diese Karten werden den lokalen Behörden in die Hand gegeben, damit sie entsprechende Schutzmaßnahmen einleiten können. Hier die Antwort auf die Frage, man könnte mit einem Millimeter Wasser pro Jahr bezogen auf die Fläche der politischen Schweiz den Öschinensee befüllen. Vielen Dank und weiterhin alles Gute.